Hi Leute, das ist Sano hier. Ich habe hier ein wunderbares Heartbreaker-Bild für euch, was Rüstungsregeneration gibt, Bonusrüstung, richtig guten Damage hat und das Ganze noch schön im Nahkampf gespielt werden kann mit sehr viel, sehr hoher Rüstung und einem sehr, sehr guten Schild. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei und jetzt werfen wir mal einen Blick drauf. Agent detected. Detected.
Wahl der Spezialisierung war hier besonders einfach, weil, wie gesagt, wir das Ganze im Nahkampf spielen, dadurch die Feuerwandspezi mit dem Stürmerschild ja, extrem gut reinpasst. Schieb mich nochmal beiseite da. Deswegen war das ein absoluter No-Brainer. Das Stürmerschild ist halt einfach nice. Ihr habt so einen Kegel nach vorne, in dem ihr... Es ist unglaublich, jedes Mal, wenn ich Batman aufnehme. Das gibt's nicht. auf jeden Fall, ihr habt den mit dem Stürmerschild diesen Kegel nach vorne und ihr macht dann einfach mehr Damage an Gegnern, die in diesem Kegel sind. Das ja, impliziert schon, dass ihr wirklich nah am Gegner dran sein müsst und dran sein solltet, was halt absolut okay ist und super ins Bild passt. Zusätzlich habt ihr so einen Kegel nach hinten. Bedeutet, wenn die Mitglieder in diesem Kegel hinter euch stehen, machen die auch nochmal mehr Damage. Ne? Je nachdem, wenn ihr euch absprecht, was für ein Content ihr macht, wie die Map-Gegebenheiten sind, ist das absolut geil. So, Dreh- und Angelpunkt in dem Bild ist aber dieses Talent, beziehungsweise diese Brust hier. Ihr müsst die Golden Gear nicht spielen, ihr könnt, beziehungsweise es ist die benannte, ihr müsst die nicht spielen, ihr könnt auch eine normale Golden Gear nehmen oder ihr nehmt eine andere, wo ihr einfach das Talent Einschüchternd drauf habt. In dem Fall ist es die Jägerkiller, die benannte Brust von Golden Gear, die bekommt ihr über die Hunter, wenn ihr die ganzen Hunter in New York erledigt, dort könnt ihr die Kiste aufmachen und habt dann dort die Jägerkiller drin, kommt sie dort einmal und habt sie danach freigeschaltet quasi für jede Woche in einer anderen möglichen Variante bei Cassie Mendoza. Das ist so eine Sache, die ihr definitiv angehen solltet. Ich habe bezüglich der Hunter bei mir nichts auf dem Channel. Andere Super Creator, die haben da vor Ewigkeiten schon lange her Videos gemacht zu den Huntern. Macht die auf jeden Fall, auch die in Washington DC, weil die geben euch die Schildsplitterer. Auch sehr, sehr geile Waffe, die einen richtig krassen Buff diese Season bekommen hat und sich definitiv lohnt zu farmen. Also das ist so viel dazu. Und auf jeden Fall, warum haben wir die jetzt mit drin? Ihr seht das Ganze mit dem Ninja Bike Rucksack. Der Ninja Bike ist wie ein Puzzleteil Ersetzer. Ihr bekommt, ne, wir tragen nur ein Teil Golden Gear. Durch den Ninja Bike bekommen wir den 2-Teile-Bonus auch noch hinzu. Während in dem Fall, ne, die Statuseffekte 10%, die interessieren uns jetzt nicht so in dem Bild. Aber die 1,5% Rüstungsregeneration, das war vorher 1%, die fallen natürlich auf. Die sind richtig nice. Wie gesagt, der Rest bei der Jägerkiller ist halt immer Glück, je nachdem, wie sie bei Cassie Mendoza angeboten wird. Aber das ist auch relativ unerheblich, weil das Talent an sich einfach richtig, richtig stark ist. Perfekt einschüchternd, die perfekte Variante von dem normalen Einschüchternd. Solange sie über eine Bonusrüstung verfügen, erhalten sie jede Sekunde einen Stapel zu einem Maximum von 10. Jeder Stapel erhöht den Waffenschaden bei Gegnern innerhalb eines Radius von 10 Metern um 4%. Und das Geile ist, das ist wieder die Übersetzung, ist wieder grandios auf Deutsch. Da fehlt nämlich die Hälfte. Und zwar ist es so gewesen, dass es vorher viel zu lang gedauert hat, bis der Buff von Einschüchtern oben war. Das heißt, jetzt habt ihr wirklich innerhalb von noch nicht mal 4 Sekunden ist der Buff komplett vollgesteckt. Das heißt, euch reicht auch die kleinste Bonusrüstung, um sehr gut den Damage daraus zu holen. Mit eins der stärksten Talente im ganzen Spiel. Gehen wir weiter. Wie gesagt, ne, hier, ich habe überall Schaden durch Kritiktreffer. Wir kommen gleich drauf zu sprechen. Wir haben auch recht wenig Crit-Chance, was uns aber nicht juckt, da wir mit einer ganz speziellen Waffe spielen. Solltet ihr mit einer anderen spielen wollen, müsst ihr halt ein bisschen umdenken bei der Wahl der Attribute, dass ihr die Crit-Chance so mindestens auf 50% habt. So, auf jeden Fall, der Ninja Bike Rucksack kommt mit Rainbow-Kernattributen, Waffenschaden, Rüstung und einem Fertigkeitenrang, was nice ist. Schaden durch kritische Treffer, Mod ist drauf und halt wie gesagt das Talent, was uns immer einen Bonus mehr gibt. Als zweites Teil, und das soll auch euch überlassen sein, wie ihr Bock habt. Walker und Harris ist halt nice in der Ninja Bike Kombi, weil 5% Waffenschaden und 5% multiplikativen Rüstungsschaden mitzunehmen ist halt einfach nice. Oder halt, wie gesagt, den habe ich komplett auf Rot. Hier könnt ihr auch, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr Rüstung zu nehmen, könnt ihr das natürlich auch machen. Aber in dem Fall reicht es vollkommen aus. Wir haben nämlich durch die ganzen Kerne, die wir haben, einen Rang 5 Schild und das ist definitiv ausreichend. So, dann, wie gesagt, die 3 Teile Heartbreaker. Die definitiv auf Rüstung gerollt und den Rest auf Schaden durch kritische Treffer, wie auch hier und bei den Knieschonern. Ne, ihr seht halt, dadurch, dass wir 3 Teile tragen plus den Ninja Bike, bekommen wir auch Talent quasi, was sich durch die 4 Teile erstmal freischaltet. Das ist halt, dass wenn Gegner markiert sind,
dann baut man einen Stack auf und macht dann, kommt dann entsprechend Bonusrüstung und macht mehr Damage. Was natürlich immer so eine Sache ist, wenn man Heartbreaker spielt, dann nehmen halt viele gerne den Raketenwerfer, weil die Spezialisierung einfach mit einem Unterlauf kommt, mit einem Laserpointer, der die Gegner automatisch markiert. Das ist halt ein Vorteil, weil ihr dann wirklich, ihr müsst nicht großartig auf den Kopf schießen, wenn ihr das wollt, obwohl ich das immer empfehlen würde, weil man einfach dadurch besser wird, wenn man immer versucht, den Kopf zu treffen. Die Gegner werden halt dadurch komplett immer markiert und ihr könnt den Stack halt aufbauen, ohne dass ihr groß nachdenken müsst. Jetzt klappt das natürlich bei der Chameleon nicht, wo wir zu der Waffe kommen, die wir benutzen. Die Chameleon, die ist eine exotische Waffe, da lassen sich die Mods nicht ändern. Der Vektor würde es gehen, aber es ist nicht vonnöten. Es passt so wunderbar. So, die Skills, die wir haben, natürlich, ne, wie gesagt, das Stürmerschild. Achtet darauf auch immer, dass ihr die entsprechenden Mods von der, von der Feuerwand-Spezialisierung drin habt. Mit 8% Schild-Lebensenergie und 8% Aktiv-Regeneration während des Kampfs fürs Schild. Natürlich müsst ihr auch schauen, dass der Schadensbonus drin ist. Hin und wieder wechselt die Builds oder probieren was aus und dann ist hier ein ganz anderer Mod drin hier. Zum Beispiel Regeneration im Holster, was einen Scheiß bringt, wenn man mit dem Stürmerschild spielt. Ne? Da will man dem mehr Damage den Schadensbonus mitnehmen. Da muss man entsprechend halt, wie gesagt, auf die Mods achten. Als zweites habe ich einen stinknormalen Puls mit drin, der mir einfach zusätzlich helfen soll, wenn das mal je nach Situation nicht so gut klappt mit den Headshots, dass die Gegner dann trotzdem markiert sind. Nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team. Und ihr dadurch halt, ne, ihr habt dadurch den gleichen Effekt wie mit dem Laserpointer und mit dem Kopfschuss. Dass die Gegner auf jeden Fall markiert werden. Und dadurch, dass das Talent dann von Herzstopper, von dem Heartbreaker, ESZ anlaufen kann. Schauen wir uns kurz die Werte an und springen dann wieder mal rüber zur Chameleon. Ihr seht hier, dass wir 31% Chance auf kritische Treffer haben, bei 141% Schaden durch kritische Treffer. Das Ganze kommt zustande, weil ich die Chameleon auch ein bisschen umgewürfelt habe. Die hat normalerweise Crit Chance drauf, hab sie umgewürfelt und hab dann Schaden durch ungedeckte Ziele drauf. Chameleon hat ein Talent, adaptive Instinkte. Das Erzielen von 30 Kopfschüssen gewährt 45 Sekunden lang 20% Chance auf kritische Treffer und 50% Schaden durch kritische Treffer. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Die 31% Crit Chance, die wir haben, die sind unrelevant, weil wir ständig den Buff von der Chameleon oben haben und hängen dann bei 51 und dann bei 50 Schaden durch, bei 191 Schaden durch kritische Treffer. Zusätzlich erhöhen wir durch 75 Körpertreffer 45 Sekunden lang den Waffenschaden um 90%. Ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft. Ist einfach geil. Das Erzielen von 30 Beintreffern gewährt 45 Sekunden lang 150% Nachladetempo. Und das sollte halt wirklich nicht vernachlässigt werden, weil das ist ein absoluter Damage Boost. Alle drei Talente, wenn man alle drei oben hat, ist die Chameleon eine der stärksten Waffen im ganzen Spiel. Absolut geistesgestört. Besonders effektiv, wie gesagt, auf Nahdistanz und auf dem Weg bis zur mittleren Distanz. Alles, was darüber hinausgeht, ist halt wirklich nicht mehr so gut, weil klar, es ist ein Hybrid aus Sturmgewehr und MP. Und das sagt halt viel über den Spielstil aus. Auf jeden Fall macht sie richtig Bock. Einer meiner Lieblingswaffen. Und die quasi fast jeder haben sollte. Schauen wir mal, wie gesagt, die restlichen Werte nochmal an hier. So, am Schießstand angekommen. Zeige ich euch das Ganze auch nochmal, wie das funktionieren soll. Ihr habt klar hier, ne, das Stürmerschild. Ihr seht vorne den Kegel. Den hinter euch, den sehen halt nur die Teammitglieder. Alles, was sich in dem Bereich befindet, bekommt halt mehr Damage zusätzlich. Wie gesagt, Heartbreaker. Ihr seht, ich habe jetzt nichts, um den Gegner zu markieren. Das heißt, der Heartbreaker-Stack baut sich nicht auf. Dafür baut sich beim Schuss auf die Brust, baut sich der Waffenschaden-Buff von der Chameleon auf, der jetzt voll ist. Ihr seht, wenn die Wabe sich füllt, dann ist sie grau bzw. weiß und ihr habt den Buff dann aktiv. Und sobald wir hier den Gegner einmal in den Kopf treffen, wird der Gegner markiert und ihr bekommt in dem Fall die Bonusrüstung vom Heartbreaker Set. So, somit zack, haben wir schon zwei Buffs von der Chameleon aktiv plus Heartbreaker, der noch nicht mal ganz voll ist, und unten natürlich einschüchternd. Ist halt ein bisschen schade, dass man hier
am Schießstand nicht auf Beine schießen kann. Da sollten die ein bisschen größere Pappkameraden machen. Aber ihr seht's. Und wenn es dann mal draußen ist, ist es halt nochmal ein bisschen anders, wenn ihr unterwegs seid. Da die entsprechenden Gegner zu treffen, um sie zu markieren, ist halt manchmal ein bisschen tricky. Deswegen haben wir den Puls dabei. Der Puls markiert lang genug, sodass ihr überhaupt kein Problem habt, auf Gegner zu ballern und entsprechend ja, eure Buffs mitzunehmen. Ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ihr habt gesehen, ob Solo, ob im Team, absolut wurscht. Das Z macht richtig Bock zu spielen und macht richtig gut Aua. So, und das war's von mir, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.